So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play They Are Billions. Jetzt war ich gerade im ersten Moment etwas verwirrt, weil ich gerade irgendwie in meinem Kopf gedacht habe, ich hätte jetzt erstmal nur den, ja, das Spiel gestartet und nicht den, die Aufnahme, meine Güte. So. Okay. Wir haben noch einen Arbeiter, den ich, einen Soldaten, den ich mir hier rausschicken würde. Lass den ruhig da oben erstmal. Und ansonsten erstmal noch das hier. Können wir jetzt erstmal ausbauen. Wir bräuchten mehr Nahrung. Das ist aber gar kein Problem eigentlich. Oder? Ist scheinbar doch Problem genug. Okay, hier könnten wir 14 Nahrung herholen. Das machen wir einmal. Dann vielleicht mal noch eine Jagdhütte irgendwo noch. Wo ganz gut. Oh. Warte mal. Wenn ich mir hier jetzt mal einmal so ein Energieding hinsetze. Warte mal, hier mal an die Ecke. Kann ich mir hier hinten eine Jagdhütte reinknallen? Noch? Oder geht das nicht? Naja, wir werden es herausfinden. Wir werden es sehen. Jo. Zeitgleich wäre es sinnvoll hier. Ich erweitere hier mal gerade den Wall auf Zweierbreite. Damit das passt. Selbiges hier unten. Mal kurz. Damit wir es haben. Damit wir es einmal schon mal gemacht haben. So. Okay. Da würde ich gleich ganz gerne eigentlich die Steine für, also Steinmetz für einsetzen wollen, aber dafür brauchen wir erstmal ein Steinmetz. Achso, wo wir gerade von Steinmetzen reden. Ja, wo wir gerade von Steinmetzen reden. Ich brauchte Energie. Ich brauchte Energie. Dafür brauchen wir 20 Holz. Okay, dann warten wir kurz. Dann warten wir kurz. Ich muss, wie gesagt, so ein bisschen Energie jetzt hier mal noch gerade in meine Kolonie reinbekommen. Na? Ich wollte schon sagen, du müsstest doch jeden Moment fertig sein. Da können wir eins hinsetzen. Hier oben können wir eins hinsetzen. Dann würde ich das tatsächlich auch hier oben einmal machen. Und danach hier unten noch eins hin. Dann haben wir 40 Energie mehr und das sollte dann erstmal auch ein bisschen reichen. Dann brauche ich einmal die Übersicht, was brauche ich für einen Steinmetz. 20 Arbeiter, 20 Energie, 40 Holz. Ja, das wird lustig. Das dauert, bis wir das haben. Und wir haben 12 Tage Zeit. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel eigentlich. Wie viel kostet mich nochmal so eine Holzproduktion? Da, 4 Arbeiter. Kostet die mich nur eine Sägemühle. Okay. Wir haben gerade, nehme ich mal an, keine Hütten irgendwo. So wie es aussieht, nicht. Alles klar. Bau hier erstmal noch eine. Ach so, okay, Materialien fehlen. Ich dachte gerade schon, blockiere ich da wieder was? Ich habe jetzt extra hier eins freigelassen, damit das passt. Könnten auch hier oben vielleicht mal noch ein Haus hinsetzen. Einfach hier eins hin und dann noch da eins hin, wenn das Holz wieder da wäre. Wir könnten. Komm, wir kaufen einfach mal gerade nochmal Holz. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Machen wir das doch einfach einmal gerade. Gehen einmal kurz. Achso, jetzt brauche ich wieder Nahrung. Jetzt ist es schön. Das ist ja schön. Dann hier unten. Okay, da ist super schlecht. Hier ist relativ gut, würde ich sagen. Jo, machen wir da eins hin. Wenn wir dann schon mal direkt dabei sind, packen wir da noch eins hin. So. Energie. Packen wir da eins hin, da nicht. Können wir hier noch eins theoretisch hinsetzen. Gleich. Ich setze mal sogar jetzt einfach schon mal hin. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal so eine relativ solide Grundbasis wieder geschaffen, wenn das jetzt hier gleich alles da ist. Dann brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nur noch Häuser. Müssen wir jetzt erstmal Häuser bauen, um dann relativ schnell den Steinmetz zu bauen, um dann relativ schnell unsere
Steinwälle bauen zu können. Da ist die Frage, ob wir da dann halt eben jetzt auch erstmal komplett mit Money dann auch reingehen. Das würde ich tatsächlich einfach mal gleich gucken, wie wir es machen. Okay. Ach so, bevor ich das mache, ich wollte ja noch einen Steinbruch haben. Der Steinbruch kostet mich... Ach, ich brauche auf jeden Fall viel, ich brauche noch Holz. Okay, gib mir erstmal... Bau mir mal hier oben noch ein Haus hin. Hier noch eins hin. So. Und, da noch eins hin. Wunderbar. Nicht genug Materialien. Achso, jetzt fehlt mir das Holz. Okay, ja, gut. Okay. Es ist doch nicht so einfach, wie ich es jetzt gerade gedacht habe. Etwas ärgerlich. Etwas ärgerlich. Das Problem ist, da kommt gleich was auf uns zu. Da wird gleich eine Truppe vorbeikommen, von denen, die gar nicht mal so wenig sein werden. Das wird gleich richtig lustig. Das wird gleich richtig lustig. Aber okay, gut. Wir haben jetzt ein paar. Es wäre praktisch, wenn wir noch eine Sägemühle und noch einen Steinbruch bauen würden. Glaube ich. Ich würde aber zuerst den Steinbruch bauen. Ich würde zuerst die Sägemühle bauen. Okay. Hier ist blöd. Ja, ist blöd gewesen, dass wir das da hingesetzt haben. Können wir hier oben noch irgendwo eine hinsetzen? Eine Sägemühle? Nee. Nein, nein, nein. Okay, das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Okay, im Idealfall wäre das da... Wäre das da perfekt. Okay, oder anders gesagt, die Windmühle muss woanders hin. Jo, die kann auch erstmal einmal weg. Machen wir es doch erst einmal so. Wenn ich das gerade sehe, wie viel Energie wir haben, dann kann die erst einmal kurz weg. So. Hier im Idealfall die 18 mitnehmen, das passt. Und dann können wir auch hier noch direkt den Steinbruch hinbauen. Ich guck mal gerade, vielleicht kriegen wir irgendwo 5 raus. Sieht aber nicht danach aus. Dann würde ich den aber tatsächlich einfach mal hier hinsetzen. Und dann noch ein paar Häuser. 2, um genau zu sein, hier dran setzen. Und dann passt das erstmal. Okay. So läuft das doch schon mal. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal auf einem relativ soliden Weg, würde ich behaupten. Wir brauchen hier unten gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Wenn ich da jetzt einfach mal lassen oder hier. Dass wir, am besten hier. Dass wir da halt dann jetzt ein bisschen den Steinmetz gleich bauen können. Ich weiß es gar nicht, wir kriegen jetzt hier jeweils 4 raus. Also 12 kriegen. Doch, 12 kriegen wir oben drauf. Das heißt, mir fehlt ein Haus, okay. Gut. Eins kann ich hier noch ganz gut hinsetzen. Und dann passt das. Okay. Wieso macht ihr das? Wieso tut ihr dies? Muss doch nicht. Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Also, wir kriegen auch vielleicht gleich schon... Nee, okay, er ist noch Ewigkeiten entfernt. Der nächste Bürgermeister. So. Okay. Was brauchen wir noch für den Steinmetz? 40 Holz, die sollten wir jeden Moment haben. Wenn die beiden einmal noch durchgelaufen sind, passt. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 20 Arbeiter. Und dann haben wir es. Perfekt. Stell das mal so hier hin. Ach so, okay. Okay, und dann können wir jetzt hoffentlich demnächst relativ schnell unseren ganzen Wall hier zu Steinen umbauen. Das wäre zumindest gar nicht mal so übel. Würde ich mal behaupten. Das wäre gar nicht mal so übel. Was kosten eigentlich diese Fallen hier?
Und wie lassen die sich platzieren? Tun die mir auch weh? Oder beziehungsweise blockieren die mich hier? Nee, da werde ich nur langsamer durch, so wie es aussieht. Ich baue die da, ich reiß die gleich wieder ab, aber ich möchte mal gerade einmal wissen, ob wir die überall hinmachen können. Wäre ja eigentlich sinnvoll, dann da auch hinzumachen, wo ich die hinhaben will. Okay, also scheint... scheint zu funktionieren. Dann würde ich nämlich damit einmal gerade... Weil wir jetzt auch tatsächlich gerade gar nicht mal so wenig Holz haben. Einmal noch hier... komplett rumgehen. Wenn wir gerade schon dabei sind. So. Achso. Gebäude hat keine Energieversorgung. Ja, was ist das denn für eine Frechheit? Wer hat denn da keine Energieversorgung hier hingemacht? Setz das Ding da in die Ecke, dann können wir hier noch einmal rumziehen. Okay. Was wäre hier noch? Okay, da wäre eigentlich sinnvoll, wirklich möglichst schnell jetzt den Steinwall und den Steinturm zu machen, würde ich behaupten. Steinwall, Steinturm. Dann passt das. Dann sollten wir eigentlich, dann sind wir eigentlich wirklich auf einem guten Weg, den nächsten Angriff ohne, ich sag mal, allzu große Probleme zu überstehen. Bin ich der Meinung, wenn wir das jetzt noch alles einmal vernünftig ausgebaut bekommen. Ich setze mir da mal ein schönes Häuschen rein. Setze mir da mal noch eins hin. Vielleicht da noch. Da noch. So. Die Häuser noch. Wunderbar. So. Ich möchte es mal einmal kurz ausprobieren, ob wir da jetzt vernünftig noch durchkommen. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt Ewigkeiten dafür brauchen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 Magnussekunden. Ja. Das sollte natürlich irgendwo... Können wir hier noch einen Wall davor ziehen? Warte mal. Können wir da noch... Wenn wir hier jetzt noch... Ah, oh, schade. Schade, schade, schade. Okay, das geht jetzt leider nicht, weil wir da nicht die Energie da haben in die Richtung. Wir könnten aber theoretisch hier eine hinstellen. Und dann eins weiter noch vorne den Wall haben. Aber das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. So, jetzt erstmal Blödsinn. Ich hoffe jetzt mal, dass die Dinger... Dass die Dinger halt eben den Gegnern Damage machen. Nicht direkt kaputt gehen. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Punkt. So. Genau, wir haben die Forschung ist durch. Oder anders gesagt, 102 Wälle brauchen wir. Gib ihm. Ja gut, das war ja schon mal was. Das war ja schon mal ganz gut. So, gib mir den Markt. Stein kaufen. Boah, für 5 für 200. Das ist natürlich teuer. Ja. Aber vor allem... Ja gut, ist aber okay, ist aber okay, ist aber okay. So, nächste Holzwall. So, zack. Das passt doch erstmal. Das gibt doch erstmal... Das gibt doch hier erstmal einen guten Schub, würde ich behaupten. Also hier unten sind wir jetzt relativ sicher schon mal im ersten Moment. Das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir schon mal. Um 12 Tore... Das passt erstmal. Das ist erstmal okay für mich. Das ist erstmal solide für mich. Wir könnten jetzt ein bisschen Eisen verkaufen. Will ich aber gerade tatsächlich nicht, weil ich jetzt hier auch noch ein paar Soldaten brauche. Das würde ich jetzt auch tatsächlich gerade dann nochmal ein bisschen schneller machen. Wir können Holz verkaufen. Wir können gerade mal Holz verkaufen, weil wir es wirklich nicht brauchen. So dringend jetzt gerade. Wir brauchen ein paar Einheiten, habe ich so das Gefühl. Wir brauchen ein paar Einheiten für den nächsten Ansturm. Damit wir, ja, das irgendwie jetzt hinbekommen. Okay, passt, 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 passt. Passt erstmal. Das ist erstmal okay. So. Hier die Holzwelle. Zack. Zack. So. Okay. Wir kommen gerade ganz gut vorwärts.
Wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen wenig Geld gerade da. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber das kriegen wir auch gelöst. Vor allem, weil wir halt aktuell auch wirklich super viel Stein bekommen. Wir könnten auch ein, zwei Eisendinger mal noch verkaufen. Das mache ich mal gerade. Dann können wir hier nochmal... So. Können wir da nochmal einen einsetzen. Und dann haben wir jetzt eigentlich auch nochmal... Habe ich jetzt, ich habe jetzt noch 5 in der Pipeline. Ja, würde ich jetzt erstmal so lassen. Und dementsprechend jetzt erstmal von dem restlichen Geld nochmal ein paar Steine kaufen. Jetzt müssen wir zwar trotzdem nochmal einmal warten, bis das Geld durchläuft. Und dann hinzugehen. Wir haben hier oben noch ganz viel Holz mal. So. Einmal. Zack. Das passt. Das passt erstmal. Okay. Okay. Gut. Einigermaßen solide, meine lieben Damen und Herren. Ich, ach nee, sind, ich dachte gerade, wären 18 Minuten, sind aber nur 16 bisher. Ja. Oder wisst ihr was, wir machen heute mal eine etwas kürzere Folge, weil wir auch vor 2-3 Tagen eine etwas längere hatten. Machen wir das doch mal so. Abseits davon. Ja, wobei, nee, komm, wir machen jetzt noch bis Tag 65. Das passt besser. Wenn wir den Angriff durch haben, weil ich glaube, wenn ich jetzt dann die nächste Folge, dann hätten wir wieder so eine 10-Minuten-Folge, wo ich dann hintenrum alles strecken müsste. Wäre totaler Schwachsinn. Also falls irgendwas passiert, wovon ich jetzt im ersten Moment nicht ausgehe, machen wir lieber so. Ist sinnvoller. Ist einfach sinnhafter. Ja. Okay. Und hier kommen ein paar Soldaten noch hier unten an gleich. Wunderbar. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier standen oder hier kann ich... Ja, wir gucken gleich mal, wie wir sie verteilen. Nochmal die ganzen Soldaten hier. Stehen hier eigentlich irgendwo noch? Habe ich hier noch? Ne, die habe ich hier rüber geschickt, die beiden. Oder die, ja, die Bogenschützen. Hier stehen ja auch noch welche. Also alles in allem. Ich glaube jetzt erstmal so, das Hauptgebäude ist relativ safe im ersten Moment. Das würde ich jetzt als relativ sicher bezeichnen. Ich weiß halt nicht. Also ich würde mal jetzt auch noch ein paar Scharfschützen mal machen, um gerade hier die äußeren Mauern auch noch mal zu sichern. Noch zusätzlich. Und mal sagen, passt jetzt erstmal. Mal da nochmal einen guten Block an Stein. An Steinwellen ausgebaut. Oder an Holzwellen. Also Holzwelle auf Steinball. Meine Güte. So. Sniper is ready. Mal hier den ersten Sniper. Würde ich tatsächlich einfach mal hier unten schon mal draufstellen auf den mittleren. Das bringt nicht viel, ne? Weil die sehr langsam schießen. Aber die schießen halt natürlich auch schon früher. Also bei dem Ansturm sind die nicht zwingend diejenigen, die mir den Arsch retten. Aber sie sind schon noch hilfreich. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie verschwendetes Geld ist. Ich würde hier mal die Bogenschützendame rausziehen und dafür den Scharfschützen da reinsetzen, den ich jetzt scheinbar verloren habe. Doch, da ist er. Ja, kannst du doch. Das ist doch deine Aufgabe auch. You again. Okay. Ja. Ich schon wieder. So. Das ist auch relativ praktisch. Wir haben so gesehen 5 Wälle, wo ich welche reinsetzen möchte. Passt also. So. Das passt also. So, jetzt dann einmal hier unten. So. Da unten ist
zumindest ein bisschen gestachelt. Schon mal. Ah, keine Materialien mehr. Okay. Oder? Nee, hä? Nee, keine Energieversorgung. Ah, okay. Und dann ist egal. Sniper is ready. Machen wir noch so wenigstens. Alles klar. Machen wir hier noch jeweils zwei davor, bis auf scheinbar hier an der Stelle. Das ist ärgerlich. Aber okay, musst du halt mitleben. Gut, jetzt haben wir aber trotzdem keine Materialien mehr. Hm, wie viel kostet mich das hier? Das kostet mich jeweils 6. Weil die Tore wären natürlich auch klasse, wenn wir die schon mal ausgebaut hätten. Das würde ich jetzt auch gerade mal im ersten Schritt machen. Oh, habe ich jetzt? Doch, habe ich. Habe ich es richtig gemacht. Also, dass die Steintore nach außen einmal alle gemacht sind. Das hätte man sowieso, hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können hier, dass die inneren Wälle erstmal nicht als Stein, sondern das hier alles. Aber ich wollte jetzt erstmal einfach nur pauschal alles einmal da durchjagen. Ich denke, dann ist das auch im ersten Moment gar nicht mal direkt verkehrt. Heißt aber auch nicht unbedingt, dass es im ersten Moment direkt gut ist. So. Hier wäre eigentlich echt noch ein zweiter Turm wäre hier sinnvoll. Würde ich mal behaupten. Wenn die hier von hier oben kommen, habe ich echt ein Problem, möglicherweise. Obwohl, es sollte eigentlich gehen. Gerade jetzt mit den Steinen. Mit dem Steinwall, das sollte eigentlich passen. Und mit der kleinen Armee hier unten. Okay, aus Westen. Aus Westen. Theoretisch hier oben, theoretisch hier unten. Wäre es möglich. So. Okay, wir haben 19 Soldaten gerade im Einsatz. Kriegen wir noch einen? Würde ich noch nehmen. Ich gucke jetzt erstmal, wo die rauskommen. Ich baue jetzt auch nichts. Entweder es passt jetzt oder es passt nicht. Was ist das Einzige, was ich noch mache, ist hier noch einmal rein investieren. Und halt eben noch von dem Geld, was ich gerade habe, noch einfach welche kaufen. Um im Idealfall alles da jetzt noch zu haben. Okay. Gut. Einmal nach da oben. Einmal nach hier oben. So. Genau. Im Idealfall schicken wir jetzt hier einfach schon mal welche rein. Also ich gehe jetzt davon aus, dass sie von hier oben kommen. Sieht schwer danach aus. Jo. Achso, warte mal. Ach, ja, gut, ist egal. Who do you want me to punish? Huch. I need to explode this car. Jetzt waren die Soldaten müh schneller als mein Kollege hier. Ist aber egal, ist egal, ist egal. Er will da nicht hoch. Okay, dann lass es. Okay. Okay. Sorry, sir. Das war. Ich sag, wie es ist. Das war entspannt. Das war wirklich entspannt. Gut, meine lieben Damen und Herren, ich würde mich tatsächlich dann für die heutige Folge verabschieden. Also der Angriff war jetzt wirklich, der war easy. Das war nicht viel, was mich hier getroffen hat. Da sind hier unten noch ein paar Schäden schon an den Dingern dran. Okay, hier oben müssen wir dann die Fallen wieder erneuern. Aber das geht ja, das ist ja kein Problem. Ja, also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, da bin ich sehr zufrieden gerade mit. Da bin ich gerade wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Angriff. Wunderbar, okay. Meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser wunderschönen Folge und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann weitergeht mit Let's Play They Are Billions. Bis dann. Tschüss.